Wir sind wieder da, immer noch bei dem tollen Rätsel. Wer hätte das gedacht? Oh. Ich wusste es einfach, dass es so kacke wird. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe konnte nur zusehen. Dann muss der Geier in die andere Richtung gucken. Und da er es ja nicht bemerkte, weg. So. Die Giraffe konnte nur zusehen. So. Der ist tot, lieber in dem. Eine Hyäne wartete darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerten am Ende beide. Dies missfiel der Giraffe, da sie die Nachbarin des Hasen war. So, das heißt, die beiden haben aufeinander gelauert. Die Gazelle ist tot und guckt schon weg. Und der Löwe guckt die Gazelle an. Und der Elefant, nur ein Elefant kann einem Raubtier, kann unter Raubtieren weilen und es wagen, dem König der Tiere... Ah, warte, jetzt steht er neben der Hyäne. Die Hyäne ist tot und er... Na, da fuck! Achso. Oh. Kinderleicht. Ah, oh, wie ich das... Solche Rätsel liegen mir sehr gut. Oh, Geld. Die schwarze Kasse der Wurfbude. Ich frage mich, was mit dem Besitzer passiert ist. Grundlos ist er sicher nicht ohne seine Ersparnisse gegangen. Get money, wow. Wie, und das war's jetzt? Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen, aber diskret. Wahrscheinlich sind da noch andere und ein Kampf würde ihre Aufmerksamkeit erregen. Oh, Mann. Offen. Jetzt gehen wir da rein und da wartet einer auf uns. Dieses Gebäude beherbergte einst einen Wanderzirkus. Das hier ist der Durchgang für die Zirkusarbeiter. So, wir brauchen Waffen. Ja, fangen wir mal hier hinten an, nicht? Und gleich werden wir eingesperrt. Pudum. Dieser Käfig wurde mit Brettern verdeckt, damit man von außen nicht hineinsehen kann. Eine überdimensionale Spritze, vermutlich für große Tiere. Große Tiere wie Menschen? Altes Verbandszeug. Alles deutet darauf hin, dass in diesem Käfig kranke Tiere behandelt wurden. Menschen. Ein Schlüssel. Oh, sehr gut. Schade, ich kann die Spritze nicht mitnehmen. Das wäre jetzt nur mein Tipp gewesen. Ach, was für ein Gestank. Hier müssen Wildtiere untergebracht gewesen sein. Oh, nein, wie schrecklich. Oh. Ich bedauere die Tiere, die hier eingesperrt waren. Die Unterkünfte sind nicht besonders groß. Ah, da ist er. Hier ist nichts Interessantes. Ganz offensichtlich eine... Ich hab doch hier einen Schlüssel. Schlüssel. Zack. Äther. Lediglich eine Flasche mit Äther. Damit können wir ihn betäuben. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Jetzt kann ich mir bestimmt die Spritze holen. Nein. Was habe ich noch so mit? Geld. Kann ich das Geld mit dem Äther, Nein. Schade. Dann gehen wir mal weiter. Hä? Ich wollte doch jetzt da hinten hin. Er war...
Stand mit dem Rücken zu mir. Hey Sie! Wer sind Sie? Alarm! Ayetta! Ich brauche etwas. So, das dürfte die Wache interessieren. Ja, und dann? Oh, da liegt noch was. Ich muss hier etwas hinlegen. Ich brauche etwas. Ah, okay. Ich glaube, ich habe verstanden, worum es geht. Oder? Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja. Ja. Aha. Danke für den sechsten Sinn. Wie viel habe ich jetzt noch über? Gut, meine Köder sind ausgelegt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Kerl hierher kommt. Ja, genau, weil er ja kein Radau machen wird, wenn er da in den Käfig eingesperrt wird. Wo ist das denn? Geld! Das liegt ja einfach rum. Ich sammle alles ein. So. Ja, lass uns ruhig ein bisschen Zeit. Ich muss ihn ruhig stellen und zwar schnell. Ja, lass ihn schön in die Scherben reinfallen. Ah, Glück gehabt. Schnorch. Perfekt. Dank des Äthers wird dieser Schreihals eine ganze Weile schlafen. Wir wissen noch gar nicht, ob er ein Schreihals ist. Vielleicht war er ja auch stumm. Also ja, wir wissen schon, aber, ne? Sherlock dürfte es theoretisch nicht wissen. Oh, ein Zettel. Ein Zettel, der uns nicht interessiert. Was ist das? Sechster Sinn sagt auch nichts. Noch eine Wache. Ah. Hier wimmelt es ja nur so von diesen Halunken. Eine direkte Konfrontation sollte ich tunlichst vermeiden. Ich muss die Wache überraschen und in eine Falle locken. Na, das ist jetzt schon leicht offensichtlich, dass wir da rein müssen. Ich muss aufpassen, dass ich diese Kisten nicht umwerfe. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Ja, das heißt, ich muss nachher die Kisten umwerfen, dann kommt der Assi an und dann muss ich ihn in diesen Käfig da einsperren. Diese armen Geschöpfe wurden wahrscheinlich in diesen Käfigen zur Schau gestellt und dem Publikum als gefährlich verkauft. So ein Arschlöcher. Bärtige Dame. Conchita-Wurst. Eine Korbel. Ich frage mich, welchen Nutzen... An der Decke befindet sich eine Schiene, von der ein Haken herabhängt.
Die Vorrichtung wird wahrscheinlich zum Transportieren schwerer, sperriger Lasten verwendet. Vermutlich. Okay, wir können jetzt gerade noch nichts dran drehen, aber wahrscheinlich müssen wir da einen Käfig dranhängen. Nein, das wäre ein bisschen zu... In diesen Käfigen wurden Menschen eingesperrt und mit Sicherheit nicht besonders gut behandelt. Oh. What the fuck? Dieser Käfig ist nicht leer. Aber da ist kein Monster drin, sondern ein armseliger Mensch. Wolfman. Er ist noch am Leben, aber kann kaum noch als Mensch bezeichnet werden. Moriarty muss ihn als Versuchskaninchen für sein Gift missbraucht haben. Wenn ich ihn freilasse, springt er mir an die Kehle. Ja, eine tolle Idee, wenn wir jetzt den anderen hier reinlocken, ihn freilassen. Er greift ihn an und rennt dann durch die Gegend und killt uns auch. Der Käfig ist mit einem Metallstab verriegelt. Man muss ihn... Ja, das wollen wir nicht. Zumindest gerade nicht. In diesem großen Aquarium wurde die Hauptattraktion des Jahrmarkts präsentiert. Jetzt ist es leer. In der Tat. Eine Meerjungfrau. Poseidons Tochter. Vermutlich wurden auf dieser kleinen Bühne die Monster den Zuschauern vorgeführt. Und was ist das da gerade? Ah, hier ist etwas Interessantes. Schielmanns Tagebuch. Fass es bitte nicht einfach so an, Holmes. Montag der 8. Moriarty ist hinter dem Zeitplan. Ich warte jetzt schon seit 2 Tagen auf die Lieferung, damit ich meine Forschung fortsetzen kann. Er muss sich ranhalten, wenn er will, dass ich die von ihm begonnene Arbeit fortsetze. Meine Geduld hat ihre Grenzen. Ich habe die Zeit genutzt, um diesen Ort umzustrukturieren. Eine alte Jahrmarktattraktion mit Monstern. Ich weiß nicht, ob Moriarty sich über diese Ironie im Klaren ist. Spät am Morgen haben sie mir ein Versuchsobjekt gebracht, um meine Ungeduld im Zaum zu halten. Einen dreckigen alten Landstreicher in guter körperlicher Verfassung. Das sollte genügen. Ich werde den aktuellen Entwicklungsstand von Moriartys Gift an ihm testen. Die Nacht bricht herein und der Test ist beendet. Wir mussten die Testperson töten. Sein endloses Gebrüll ging dem Boss auf die Nerven. Jetzt kann ich verstehen, warum er ein Genie wie mich braucht, um seine Forschung voranzutreiben. Die Testperson geriet in einen derart extremen Zustand geistiger Verwirrtheit, dass sie völlig unkontrollierbar wurde. Der Käfer verstand nicht einmal die einfachsten Befehle. Bis zum erwünschten Resultat ist es noch ein weiter Weg. Dienstag der 9. Die Lieferung ist immer noch nicht eingetroffen, aber es gibt auch noch eine gute Nachricht. Mir wurden 2 weitere Testpersonen gebracht. Ein Mann um die 50, dünn, behaart und ohne Zähne. Und ein jüngerer Mann, jedoch genauso abstoßend. Man sollte uns dafür danken, dass wir Schmarotzer wie diese von der Straße wegschaffen. Das hört sich ja nicht so höflich an. Naja. Mittwoch der 10. Mitten in der Nacht rissen mich Schrei und Gelächter aus dem Schlaf. Die Geräusche schienen aus dem Kuriositätenkabinett zu kommen. 2 von Moriartys Männern waren völlig betrunken und haben die 2 Testpersonen in den gleichen Käfig gesteckt, nachdem sie ihnen die Schale mit dem Gift eingeflößt hatten. Sie hatten ihren Spaß dabei, auf den Kampf Wetten abzuschließen. Ich habe mich sofort aufgemacht, um den Boss darüber in Kenntnis zu setzen. Wir dürfen nicht so verschwenderisch mit unseren Versuchsobjekten sein. Ihr Gesichtsausdruck hat mir gefallen, als sie wenige Stunden später aufwachten anstelle der Landstreicher im Käfig. Das muss der schlimmste Kater ihres Lebens gewesen sein. Donnerstag der 11. Die Lieferung ist endlich eingetroffen und nun habe ich alle benötigten Substanzen, um Moriartys Gift modifizieren zu können. Das erste Experiment ist einfach. Ich werde lediglich ein paar Tropfen meines berühmten Willensbrechergifts herstellen und mit Moriartys Gift vermengen. Dann werden wir sehen, ob es reicht, um die Testpersonen zu willigen Befehlsempfängern zu machen. Das Experiment ist fehlgeschlagen. Die Testperson hatte nicht einmal Zeit, sich gegenseitig umzubringen. Sie starben weniger als 30 Sekunden nach Einnahme des Gifts. Die Wirkung beider Gifte ließ sich nicht so kombinieren, wie ich es mir erhofft hatte. Andererseits sollte ich mir die Dosierung dennoch merken. Ein Gift, das so schnell wirkt, kann man eigentlich nicht als Fehlschlag bezeichnen. Freitag der 12. Ich habe die ganze Nacht an der 2. Dosierung gearbeitet.
Dieses Mal habe ich Curare-Substanzen auf andere Weise destilliert, um ein weniger wirkungsvolles Derivat zu gewinnen. Derivat, so. Außerdem habe ich Moriartys Gift modifiziert, auch wenn ihm die Idee nicht sonderlich gefallen hat. Deswegen musste ich improvisieren. Ein weiterer Fehlschlag. Die Testperson starb zwar nicht sofort, war aber ebenso unkontrollierbar wie die anderen. Der einzige erwähnenswerte Unterschied lag darin, dass sich die Wunden und Hautgewebeschäden nach Einnahme des Gifts nicht verschlimmerten. Aber das spielt keine Rolle. Schließlich sind wir nicht hier, um zu heilen. Moriarty assistierte mir bei dem Experiment, sagte jedoch nichts und verließ danach wortlos das Gebäude. Er war nicht zufrieden und wird wohl langsam ungeduldig. Oh ne, jetzt ernsthaft? Wisst ihr was? Ihr könnt das lesen. Macht auf Pause. 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 Macht auf Pause, ja. So, das haben wir jetzt schön durchgelesen. In der nächsten Folge geht's weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben oder schreibt ein nettes Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!